Irgendwann, wenn sie beiden gerade quatschen, dann meinte ich so zu mir. Zu dir. Zu dem Schaf hier. Ich finde es echt erstaunlich, wie manchmal die Qualität der Synchronsprecher auf einmal anspringt. Kami wirkt auf einmal tatsächlich wirklich genervt, realistisch. Und dann von einer Sekunde auf die andere klingt es wieder total bescheuert. So, wo sollte ich jetzt eigentlich hin? Südwesten. Okay. Eins. Südwesten, ein Strich. Jetzt wird es langsam klarer. Osten. Ach, diese Ansage. Osten. Westen. Ab nach Hometown. Was denn jetzt? Jetzt lädt die CD nach. Ja, warum? Weiß ich doch nicht. What the? Weil es so lange dauert wahrscheinlich. Das ist ja langweilig. Sollen wir das Angst machen? Zwei Striche. Ich bin im Osten. Zwei Striche. Mir kommt das langsam gar nicht mehr lustig vor. Wir sind doch gleich fertig. Nordosten. Ich find's lustig, wie Kami so sagt, was wir bei den ganzen Rätseln denken. Das kommt mir langsam gar nicht mehr lustig vor. Also welche Stele war das? Die Nordoststele. Okay, danke. Okay, danke. Du bist jetzt Elaine. Aline, verdammt nochmal! Aline Lane. Im Nordosten steht gar nichts. Okay, und jetzt zurück nach Südosten. Was? Ich hoffe, Sie veräppeln mich nicht. Wenn Sie meine Hilfe nicht brauchen. Okay, bitte nicht gleich eingeschnappt sein. Südöstlicher Stein, nichts natürlich. Durchhalten, Carnby. Noch der Südwesten und das war's dann. Südwesten, ein Strich. Okay, das war's. Carnby, das glauben Sie mir nie. Aber Sie wissen doch, ich glaube Ihnen alles. Wenn ich mich nicht irre, hat uns Ihr Steinkreis das Datum von heute gegeben. Oh oh, das heißt, dass... heute die Nacht ist, in der das Tor... geöffnet werden kann. Carnby, ich habe ein komisches Gefühl. Wir dürfen nicht aufgeben. Ich brauche noch eine Himmelsrichtung. Ich gebe mal das Datum von heute in die Steuereinheit hier ein. Unglaublich. Die Planeten sammeln sich. In welcher Richtung denn? Richtung Osten, glaube ich. Ja, genau. Richtung Osten. Danke. Finden Sie nicht, dass wir hier überfordert sind? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich uns hier lebend rausbringen will. Und Sie haben mein Wort. Wir werden es schaffen. Ich würde Ihnen gern glauben. Sie klingt auch kein bisschen ängstlich. Ah, das ist ja alles so. Ich finde das Rätsel auch mit am geilsten. Das ist ja von vielen. Ja. Überhaupt die ganze Gebiet hier. Das ist mal richtig geil gemacht, ja. Zauber? Ja, wir müssen jetzt über die Beschwörungsworte sprechen. Ach so. Und daher... ja? Da. Was ist denn im Tor? O Gulai Haipor Harnis Korna. Ich habe schon oft über den Steinkreis nachgedacht, der im Moor liegt. Wenn ich Edenshaw danach fragte, wurde er immer schweigsam. Ich glaube, dass er ein ritueller Kalender zur Bestimmung astronomischer Ereignisse ist. Ja, wir haben ja eben mal das ewig lange Gelaber rausgeschnitten und Julia hat sich nichts gemerkt. Ich hab's vergessen. Aber ich wähl's mir. O Gulai. O Gulai. Hypo? Hypor. Harnis Röhre. Harnis. Korna. Korna. O Gulai Hypor Harnis Korna. Woher weiß Kami eigentlich, wer tanzen muss? Das war nicht immer nichts abgehauen. Oh, was kommt jetzt? Steinstähle. Okay, was mach ich denn damit? Na, da unten bestimmt einsetzen. Nee, da unten war ein Mortenzeichen drauf. Na, aber Arcanis Kuppe, wie die. Das kommt also aus der Schattenwelt als Geschenk, oder was? Mhm. Cool. Das sind so die Goodies, die du von Satan kriegst. In seiner Junior-Wundertüte. Das ist halt ein gravierendes Arcanis-Symbol. Aufspalten. Was? Warum sollte man das aufspalten? Weil das Ding mir keinen Sinn ergibt, was wir damit jetzt machen sollen. Antikult. Haben wir irgendwie. Ein Brecheisen haben wir nicht mehr. Das hat sich aufgelöst. Na, aber wir haben jetzt nur den Kram und müssen theoretisch wieder dahin. Carnby? Aline Carnby hier.
Bund, Herr Schamane. Wie läuft das Ritual denn so? Haha. Ich habe eine Statue und eine Art Steinscheibe gefunden. Gut, was? Ist die Scheibe etwa 10 Zoll breit? Genau. Die brauche ich. Wir müssen uns so schnell wie möglich treffen. Ich komme zum Fort. Kommen Sie mir entgegen. Okay. Das heißt, okay. Wir dürfen wieder zurück? Ja. Nee. Yep, doch. Das heißt, wir müssen die CD wieder wechseln. Das kann nicht deren Ernst sein. Da gibt es da bestimmt eine Abkürzung, oder? Deswegen ja. Ich habe keinen Schlüssel, weißt du? Fuck. Keinen Schlüssel. Was soll das? Wir kommen jetzt wieder die Kackviecher, ey. Nee, ich glaube nicht. Mittlerweile dann, ist es ja alles. Dann mache ich Messer hier. So, ein Marsch. Ruhig Marsch auf einmal alles, was, ja, nachdem ja. Ich alles geraped habe, was hier war. Das ist ein Totenstil. Aber echt. Keine Terrormusik. Jetzt ruhig. Nur die Blutspur und Kahnwee. Oder der Weg jetzt unten ist offen und führt uns ins unterirdische Labor, oder? Das könnte auch möglich sein. Das ist auch umständlich, weil jeder würde denken, sofort durchs Tor zurück, weil wir da gerade herkommen sind. Versuchen wir's. Man dreht sich gerade mal die CD ganz gut. Versuchen wir's. Hey, hier brauchst du einen runden Gegenstand, siehst du doch. Verdammt. Das ist bestimmt eine Abkürzung, aber... Aber wo sollen wir jetzt einen runden Gegenstand hernehmen? Oder es wird jetzt doch CD3 bleibt, weil es ja echt wäre schwachsinnig im Spielverlauf, die CD nochmal zurückzuwechseln. Ich glaub's nicht. Glaube ich auch nicht. Okay, Joggen tut gut, auch im Regen. Er kann's eh gebrauchen, aus Regnet. Wie stimmungsvoll. Ja, wie gemütlich kam die Weg zu gleich schlafen. Er will sich mit der Lane treffen. Also sie hat ganz andere Sachen im Sinn. Ein romantisches Treffen im Mond. Im Blutschein, ja. Oh nein, ja, das ist. Ja, komm, knabber mich. Alter, da kommt ja der Lex hinterher. Ja, ist klar. Oh, rauf da. Da würde ich ja, wenn. Hängst du da fest oder was? Er will nicht. Und gleich sind wir tot. Mir egal hier, ey. Ich hau jetzt ab. Ich will gerade nicht schießen, weiß auch nicht warum. Der Tech falsch Knopf gedrückt, keine Ahnung. Weg. Wir haben mehr Heilzeug als Munition immer noch. Okay, also dann von daher. Lauf. Kann nicht sein, dass ich hier bestraft werde, nur weil ich immer neu nachgeguckt habe. Nee. Das ist schon so ein bisschen arschig. Okay. Und diese Terrormusik von diesen kleinen Viechern, ey. Weil müsst ihr immer noch. Lacht da noch? Nee, ja, oder? Da lag noch was. Haben wir damals nicht aufgenommen? Was ist das? Ach nee, sag bloß, das ist das kleine runde Ding, was wir brauchen. Nein, das ist Speicheramulette. Wenn das mal nimmt. Vielleicht. Das ist eine Speicheramulette. Ich leg's mal kurz das Gewehr weg. Nein, es hat nichts mit dem Gewehr zu tun. Das ist einfach die scheiß Hit-Detection von dem Spiel. Das nervt. Ich meine, wir haben genug Speicheramulette und daher brauchen wir es auch nicht. Tschüss. Oh. Sie ist was? Die Brücke ist eingestürzt. Was soll das denn jetzt? Können wir zu unten jetzt einen Alternativweg suchen? Und nu? Kann ich mal Lena funken. Warum wolltest du gerade nicht schießen? Idiot. Ich hangst du gerade irgendwie fest. Ja. Das Spiel hängt im Kopf, so. Im Kopf fest, ja. Komm mal jetzt halt wieder zum Haus. Ich bin gerade dahin gegangen, wo nichts war und jetzt. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Echt. Ich fühle mich gerade so ein bisschen verarscht. Ist es auch. Was war denn das jetzt? Jetzt hört die Musik auch immer wieder auf. Der will das nicht nehmen, glaubst du das? Ja, dann eben so nicht. Blöde. Was haben sie scheiße gemacht? Ja, das Spiel hat einige Scheißseiten leider. Aber von der Synchronisation abgesehen. Der Spaß liegt eigentlich im Trash-Faktor und dass es ein bisschen Oldschool-Grusel ist, aber ansonsten. Ach, ich brauch's nicht. Lassen wir es einfach. Das ärgert mich aber trotzdem. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir da wieder hinkommen. Ja, wir müssen erstmal gucken, dass wir dreimal die gleichen Gegner am gleichen Ort töten. War hier eigentlich noch was? Da kommen wir nicht mal lang. Nee. Sie dürfen den voreingezeichneten Weg nicht verlassen. Och, ja, ihr seid langweilig geworden, Jungs. Aber die wollen doch auch ihren Gast auftreten.
solltest mal nach unten ziehen. Tu ich. Ich meine, was haben wir denn jetzt für Wahloptionen? Keine. Hey John! Ja, Fred! Ich habe eine großartige Idee! Nachdem sie die Beschwörung gemacht haben und Elaine sagt, oder Elaine, wie auch immer die Schlampe heißt, sagen wir, sie sollen sich beim Fort treffen. Wenn sie dann dahin gehen, sind sie aber gearscht. Denn sie müssen erst gucken, ob die Brücke eingestürzt ist und erst dann wird das Event getriggert, das einen Weiterkommen möglich macht. Hey Fred, oder auch George, das ist eine klasse Idee. Gott. Ja, das ist wirklich mies. Das ist echt... Ich musste kurz meinen Gefühlen Ausdruck verleihen. Genieß die Cutscene. Whatever. Ich warne Sie. Ich werde schießen, ganz bestimmt. Aline? Carnby? Verdammt, haben Sie mich erschreckt. Fast hätte ich abgedrückt. Höre ich da etwa Bedauern? Haha, sehr witzig. Haben Sie die Steinscheibe, von der wir sprachen? Und was bekomme ich dafür von Ihnen? Sie sind nicht auf den Mund gefallen, Carnby. Hier, das habe ich gefunden. Keine Ahnung, wofür es gut ist, aber... Das erinnert mich an irgendwas. Wie kommen Sie voran? Ich habe die Tafeln und 2 Statuen. Wie läuft's denn bei Ihnen? Mir fehlen noch ein paar Sachen. Sieht aus, als ob es anfängt, Ihnen Spaß zu machen. So ein Quatsch. Ich will nur 1. Raus hier. Und jetzt? Jetzt muss ich zurück zum Fort. Viel Glück. Ihnen auch, Carnby. Ich will hier raus, aber ich muss jetzt zum Fort. Surprise, surprise. Habe ich schon mal gesagt, wie scheiße das Spiel ist? Heute noch nicht. Oder wie gut. Komme ich nur auf das Wort scheiße. Aber du musst verstehen, dieses Spiel verdient einfach Momente, in denen man sich einfach drüber auskotzt. Es hat einfach zu viel Fehler. Ich weiß. Deswegen hast du auch eben dann den Tisch gebissen. Also musst du nicht immer mir heile Welt aufdrücken wollen. Das ist einfach manchmal scheiße hier. Ich habe einfach Angst um deinen Tisch. Wenn du da mal reinbeißt, irgendwann bleibt da nichts mehr übrig. Der ist hart im Spänen. Oh! Oh, dumms. Denn wir haben dadurch jetzt umsonst Munition und mindestens einen Heilkoffer verschleudert. Mhm. Weil wir nicht gleich zur Brücke geguckt haben. Großartig. Tja. So kann man sich überschüssig Munition auch vom Leib werfen. Natürlich. Ist ja nicht so, dass man so viel damit rumträgt. Nee. Egal. Weiter geht's. Use it. Du solltest da rein. Tut er doch. Gut. Kannst du mal sehen, wer auf dich hört. Da ist noch ein Geheimnis. Eine Drehtür. Okay, da kommen wir wieder mit raus. Was ist denn, wenn ich den jetzt hier reinstecke? Ich weiß es zwar schon, aber okay, ich habe keinen mehr. Okay, nee. Dann finden wir wahrscheinlich einen anderen Weg daraus. Makes sense. Nee, wir finden wahrscheinlich noch einen Ring, der dann den zur anderen Seite drehen oder muss. Oder so. So, gucken wir mal nach weiteren Blutspuren. Ich denke mal, jetzt finden wir keine mehr, auch wenn es cool wäre. Hm. Oh, was war denn das? Das ist ein Folterschrank. Aber guck, der da runter ist so durch den Spalt. Jetzt kommt eine Katzine rein. Oder schreien? Ja, das hört man ja öfter in dem Spiel. Natürlich hat Kami jetzt Angst. Soll er Spannung aufbauen gerade? Hm. Die wenige Emotion ist mir Spannung genug. Auf jeden Fall war das Schreien sehr nah.